Hallo, werte Krypto-TV-Zuseher. Meine Güte, haben wir uns jetzt lange nicht mehr gesehen. Ja, lange, lange ist her, dass der Elvis und ich etwas bei Krypto-TV produziert haben. Tja, es liegt wieder mal daran. Okay. Und heute werde ich euch einmal erklären, um was es geht. Ich habe, ich schaue jetzt gerade auf den Zettel noch, am 12.02.2024 eben wieder einen schönen Liebesbrief bekommen. Und da steht, da geht es um ein Ermittlungsverfahren, Strafsache gegen Roeder Roman Michael, geboren am in wegen dem Verbotsgesetz, Paragraph 3H. Ja, dieses Gesetz hat noch einen Zusatz, nämlich EEE Rückantwort Grimm. Ich sag's euch einfach einmal. Ja. Um was geht es da? Verbotsgesetz bedeutet, dass man nicht die Verbrechen und Vergehen, die im Nationalsozialismus geschehen sind, nicht verharmlosen darf oder auch nicht verherrlichen. Und der Zusatz mit den dreifach E, K-R-I-M und so weiter bedeutet noch zusätzlich, dass man dann im Zuge des Verbotsgesetzes Gewalt schüren wollte. Also, dass man Gewalt verbreiten wollte. Und das... Diese Anzeige verdanke ich einer anonymen Person, die mich da bei der Polizei angezeigt hatte. Ja, jetzt war das am 12.02., wo ich den Brief bekommen habe, und seitdem habe ich jetzt nichts mehr hochgeladen auf Krypto-TV, auch nichts mehr produziert. Ich hatte vieles vor noch, aber dazu komme ich dann später. Verzeiht mir bitte, wenn es jetzt ein bisschen konfus wird. Seit, jetzt doch so mehr wie 3 Monaten eben, schlafe ich echt nicht mehr gut, fast gar nichts mehr. Bin total durch den Wind und ich hoffe, dass ich den roten Faden jetzt hier gut rüberbringe. Wenn ich jetzt hier, schuldig gesprochen werde, erwarten mich 2 bis 10 Jahre Haft. Müsste ich mir vorstellen, 2 bis 10 Jahre Haft. Gleich mal eins vorweg, ich bin zu 100% unschuldig. Es ist ja so, dass mir diese anonyme Person auf Facebook gestalkt hat, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist das erste Wort, was mir jetzt gerade darauf einfällt. Und von gewissen Beiträgen, die ich auf der Krypto-TV-Gruppe und auch auf meinem privaten Facebook-Profil gepostet habe, so Beiträge im Laufe der letzten Jahre, hat diese Person Screenshots gemacht und eben an die Polizei geschickt. Da geht es um mehrere Anschuldigungen in verschiedenen Kategorien. Also die ältesten Beiträge, von denen dieser Mensch da Screenshots gemacht hat, handelten um den Ukraine-Krieg. Da habe ich anhand meiner journalistischen Arbeit herausgefunden, dass ja eben an den Ostukrainern ein Völkermord begangen wurde oder auch noch immer wird, schon seit mittlerweile 10 Jahren.
also seit 2014 weg. Also nicht erst, der Krieg findet ja nicht erst seit vor 2 Jahren statt, wo Putin jetzt eingeschritten ist, und dann eben schon seit 10 Jahren. Und hunderttausende Menschen sind da meiner Ansicht nach eben Völker, also ist da Völkermord begangen worden. Kennt es ja auch, habe es ja auch bewiesen auf Facebook. Ja, das zweite Ding, was da noch auf mich zukommt, ist dies, dass ich zum Beispiel ja auch den Völkermord an den Palästinensern ja nicht gutheiße. Also meiner Meinung nach ist es ja Völkermord, der da an den unschuldigen Palästinensern jetzt verübt wird. Mal so grob umrissen, ja. So wird es mit meinen Posts wiedergegeben. Auch in die Corona-Politik, die was da stattgefunden hatte, habe ich ja damals verglichen mit den Anfängen, wie das NS-Regime in den Anfängen gewütet hatte. Also nicht in den totalen Krieg, sondern wie sie sich damals ja in den Anfangszeiten breit gemacht hatten. Naja, zuerst, wie ich da erfahren habe, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, habe ich mich paradoxerweise gefreut, weil nicht, weil ich jetzt da irgendwie weil ich mir wieder gedacht habe, dass ich jetzt endlich vor Gericht die Beweise vorlegen kann, anhand dessen, was ich recherchiert habe, warum ich mir zu 100% eigentlich sicher bin, dass da Völkermorde geschehen. Genozide. Ja, eigentlich ist mir dann auch wieder sehr schnell klar geworden, dass ja vor Gericht meine Beweise, die ich recherchiert habe, gar nicht gesehen werden wollen oder können. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Dass die Richter das nicht dürfen können oder wollen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, und jetzt, ich habe ja vorher schon sehr, sehr extrem großen Schlafmangel gehabt. Und das war dann der Grund, warum mir dann klar wurde, dass ich eigentlich gegen Windmühlen kämpfe und so gut wie mir keine Chancen ersehe, vor Gericht dort zu gewinnen, auch wenn ich vollkommen in Recht bin, weil ich eben nicht die Beweise vorlegen darf, anhand der Recherchen ich meine Meinung auf Facebook ja kundgetan habe. Und ja, somit habe ich dann einmal begonnen, eben jetzt einfach meine journalistische Laufbahn zu beenden. Ich arbeite seit 14 Jahren, nicht nur erst seit Corona, ja, als Journalist für die Menschenrechte, gegen rechtes Gedankengut, gegen Unrecht, für den Umweltschutz. Einfach sozialkritische Beiträge habe ich mich einfach immer gewidmet, ja. Und jetzt sind meine Nerven komplett blank. Ich bin schwerst krank jetzt worden. Ich habe Psoriasis, Arthritis in Höchstgrad jetzt durch diesen psychischen Stress. Schon alleine deswegen kann ich eigentlich nicht mehr jetzt da auf CryptoTV etwas machen. Aber weil ich ja auch leider mitbekommen habe, dass nur eine Handvoll, mit einer Handvoll meine ich wirklich allerhöchstens 5 Menschen, mich so halbwegs unterstützt haben, mich und den Elvis auf CryptoTV. Und das ist einfach immer zu wenig gewesen. Ich habe immer gehofft, dass ich mal irgendwann einmal einen Schirmherrn
ja, bekam, der mich dann finanziell unterstützt, um CrypTV als Volltime-Job am Laufen zu halten. Wobei, das habe ich eh schon vor 2 Jahren aufgehört, daran zu glauben. Danach war nur noch der reinste Idealismus am Start. Aufhören wollte ich ja schon bevor Corona begonnen hatte mit dem, weil mich das schon so krank gemacht hat, weil ich eben so gegen Windmühlen gekämpft habe. Dann kam Corona und dann habe ich gesehen, dass nichts getan wird an Demonstrationen. Ich war ja einer der ersten, die überhaupt ja Demonstrationen organisiert hat. Einer von den ersten, ja. Also bin ich dann wieder nicht rausgekommen aus dem Journalismus. Entschuldigt, ich habe halt überhaupt nichts geschlafen, die Tage eigentlich nicht. Bin so kaputt im Kopf, verzeiht mir echt, wenn ich ein bisschen konfus jetzt rüberkomme und langatmig rede oder nicht so den roten Faden habe. Ich hoffe, ihr bleibt dran, weil ich brauche eure Unterstützung vielleicht. Vielleicht hat wer eine Idee, wie ich mir helfen kann. Ich weiß keine Idee mehr. Es ist so, dass ich mir ja auch nicht einmal einen Anwalt leisten kann, ja. Und somit habe ich jetzt vor 3 Wochen Bescheid bekommen, dass ich jetzt einen Pflichtverteidiger bekommen habe. Und vor einer Woche habe ich, ja, mal einen Termin bei meinem Anwalt bekommen und habe ihn konsultiert und haben mal alles besprochen, wie wir das handhaben können. Gleich eines vorweg, alles was jetzt mein Anwalt einmal ermittelt hat in meiner Causa, da hat er festgestellt, dass diese Anzeige gegen mich eigentlich ja haltlos ist. Vor allem generell schon darin in den Zusatz, dass ich Gewalt verherrlichen bin, Gewalt verbreiten will oder Gewalt schüren will, ja. Aber so wie ich die Richter einschätze anhand der politischen Lage, werden die sich wahrscheinlich gar nicht trauen, mir Recht geben zu wollen, weil ansonsten vermute ich mal, die befürchten, ihren Job verlieren. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt für mindestens 2, eher für viel mehr, allerhöchstens 10 Jahre, zu den Schwerstverbrechern im Buch Urstein wieder eingesperrt werden. Ich war ja schon 2-mal jetzt im Gefängnis, weil ich mir für unser Land in der Corona, gegen die Corona-Politik stark gemacht habe. Deswegen bin ich jetzt ja 2-mal auch vorbestraft. Auch zu Unrecht, unschuldig eigentlich. Und das kommt mir auch nicht zugute, jetzt die 2 Vorstrafen bei dieser Gerichtsverhandlung. Ich muss mal schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, weil das Monitor schaltet sich immer aus, Stromsparmodus. Ich habe auch jetzt die CryptoTV-Gruppe auf Facebook gelöscht. Ja, schon vor 2 oder ziemlich gleich nach dieser nach diesem Zettel, was ich da gekriegt habe. Weil ich befürchte nämlich, dass dann ihr vielleicht etwas postet, was juristisch euch wiederum vielleicht zu Schaden kommt. Ich will euch nicht damit reinziehen, dass ihr dann vielleicht einen Fehler macht. Etwas so formuliert, was euch vielleicht schaden könnte, ja. Auch wenn ihr es gut meint. Wir sind ja juristisch nicht so bewandert. Wir wissen oft nicht, dass man etwas anders da ausdrücken sollte. Und auch die Emotionen schon mittlerweile durch den Stress, den wir alle erleben, so hoch sind. Man, von mir aus, über meiner Wesenszüge kann ich so daraus sprechen, dass ich oft schon zu emotional bin, weil ich dann mit dem Stress nicht mehr klarkomme. Und dann drückt man etwas
undiplomatisch aus, als man sollte. Ja. Und da ihr das auch tun hättet können auf der Gruppe, habe ich sie lieber gelöscht. Mein Facebook-Profil habe ich aber noch online gelassen, damit ihr nicht auch den Richter den Eindruck erweckt, dass ich irgendetwas verbergen will. Ja. Mann. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt weitergeht mit mir. Wenn ich dann nach 10 Jahren aus der Haft entlassen werde, verliere ich meine sehr günstige Wohnung, in der ich jetzt, wie lange denn schon, 48 Jahre wohne in der Wohnung. 48 Jahre wohne in der Wohnung. Darum ist sie sehr günstig. Ich habe da sehr viel Inventar, was ich mir schwerst erarbeitet habe, dass ich dann auch verlieren werde. Ich werde dann ein Sandler sein, nachdem ich rauskomme. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und als Pensionist dann, wenn ich komme dann als Pensionist raus und bin dann obdachlos. Dann ist... Ja, was will ich noch alles sagen? Ja, irgendwie hat eh keiner bemerkt, dass ich nichts mehr hochgeladen habe in den letzten Monaten. Es hat auch keiner irgendwie bemerkt, dass die Krypto-TV-Gruppe auf Facebook schon seit Monaten gelöscht ist, gar nicht mehr existent ist. Zumindest hat niemand deswegen nachgefragt. Daran sieht man wohl, dass ich eh sinnlose Arbeit betreibe. Ich meine, ich mache sie nur an der Sache für sich, um etwas Gutes zu bewirken. Ich bin kein böser Mensch. Ich wollte immer nur etwas Gutes bewirken. Vor allem ja, gegen Faschismus, gegen jede Art von faschistischen Zügen, totalitären Strukturen und Systemen wollte ich immer etwas entgegensetzen. Aber das schaffe ich einfach alleine nicht. Ich hatte so viele Ideen, wie wir das machen hätten können, aber ich bin mit meinen Ideen bei euch allen leider immer alleine da gewesen. Weil ihr das vielleicht nicht tun wolltet, weil ihr vor den Ideen Angst hattet. Angst deswegen, weil man eben das auch schief laufen kann, wie anhand des Beispiels von mir jetzt. Wie gesagt, bin ich dann das dritte Mal im Gefängnis. Ja, ich mache euch keinen Vorwurf deswegen, dass ihr kein Feedback gegeben habt oder euch gar nicht interessiert habt darüber, dass nichts mehr geschieht auf meinem Medienkanal. Ich meine, wie ich das ersten 2 Male ins Gefängnis musste, ja, habe ich ja selbst viel Hilfe angesucht. Ich habe namhafte TV-Magazine angeschrieben. Nicht nur die alternativen und privaten Medien, auch die öffentlichen. Also sprich, öffentlich meine ich den ORF. Da meine ich die Kronenzeitung, den Standard, die Salzburger Nachrichten. Bei den alternativen Medien, Auf 1, Wochenblick. Ja, auch ein Florian Machel und sein Sender. Ich habe nie eine Rückantwort bekommen. Ich habe die ganzen Parteien angeschrieben. Aber wirklich alle. Alle Farben durch. Die SPÖ, die Grünen, auch die Blauen, die MFG, von klein bis groß. Auch keine einzige Antwort, keine Rückmeldung, kein Feedback, kein gar nichts. Ich habe den Bundespräsidenten angeschrieben. Danke bei den Parteien, die Gelben, die haben mir geholfen. Die haben mitgeholfen dann bei der zweiten Haft, dass ich vorzeitig entlassen werde. Ja.
vorzeitig ist auch gut gesagt. Ja, ich habe da schon einige Zeit drinnen trotzdem sitzen müssen. Aber ja, ansonsten war ich immer, darum ein drittes Mal schreibe ich die jetzt nicht mehr an, weil die wollen mit mir nichts zu tun haben, die wollen mich immer nur verheimlichen, nicht nur die öffentlichen oder die sogenannten anerkannten Parteien. Ich meine, es tut mir um einen Elvis jetzt auch leid, weil der ist noch so voller Elan, ja. Der würde noch so gern so viele Projekte machen, der hat noch so viele Ideen. Besucht ihn doch auf Facebook. In der Videobeschreibung unten ist er verlinkt, sein Facebook-Profil. Ich habe ja gesehen, dass er jetzt auch ein, wie er sagt, smartes Telefon hat, mit Kamera. Da kann er jetzt seit kurzem jetzt auch selber filmen. Ich habe gesehen, dass er da jetzt ein paar Beiträge jetzt selbst hochladet, weil ich eben auf den Krypto-TV-Kanal nichts mache. Schaut, dass wenigstens ihn jetzt unterstützt. Zumindest mit den Beiträgen teilen. Und zwar jeden Tag in Dutzenden, Hunderten von Gruppen und so, wenn es geht. Das ist wichtig, was der Elvis sagt. Der ist umso viel mehr redeeloquenter als wie ich. Aber ich hätte auch so viel vorgehabt. Ich meine, ich zeige euch einmal was. Drei Punkte, was ich vorhatte. Ihr habt ja zum Beispiel gesehen, in einem der letzten Videos, dass ich da 10, 20er, wo der Elvis und ich einmal in der Stadt unterwegs waren, habe ich 10, 20er verteilt. Immer irgendwo so liegen gelassen. Also insgesamt an die 200 Euro. Und dann habe ich das Video damit beendet gehabt. Auf unseren Weg mit den Elvis, mit den Elvis. Aber ihr braucht nicht glauben, dass ich da echte 20er verteilt habe, weil das ist in dem Video nicht rauskommen. In dem Video wollte ich nur den Eindruck erwecken, dass das echte 20er waren. Doch in Wirklichkeit wollte ich das nur als Teaser machen, das Video. Denn in Wirklichkeit ist das kein echt 20er. Da geht es darum, um unser Bargeld zu erhalten. Und dann wollte ich ein Auflösungsvideo machen, was es mit diesen 20er, die ich angeblich verschenkt hatte, auf sich hatte. Die wollte ich dann so irgendwo so liegen lassen, so. Und dann die Leute heimlich filmen. In dem Sinne, wenn sie den aufheben und sich freuen, einen 20er gefunden zu haben. Und wenn sie dann genau hinschauen, bemerkt hätten, dass es gar kein echter ist, wäre ich zu den Menschen hingegangen, hätte sie gefragt, ob ich sie interviewen dürfte zum Bargeld, ob sie dafür wären, das Bargeld zu erhalten, weil es ja eigentlich abgeschafft werden sollte. Ja. Das wird jetzt hinfällig, dieses Video, weil ich einfach keine Kraft mehr dazu habe. Ich wollte eine fünfteilige Doku-Serie jetzt dann veröffentlichen, über die E-Autos, über die Windräder, generell über diese grüne Politik, wie umweltschädlich sie im Grunde eigentlich ist. Hab da alles fertig recherchiert, hätte es nur noch einsprechen brauchen auf Video und fertig. Aber ich kann nicht mehr, ich würde es nicht mehr hochladen. Ich brauche nämlich jetzt, wisst ihr, ich weiß nicht, wann die Verhandlung jetzt stattfinden wird. Die kann in den nächsten Tagen, Wochen, wenn ich Glück habe, erst in ein paar Monaten stattfinden. Was meine ich mit Glück? Mit Glück meine ich damit, dass ich dann jetzt mir die Zeit nehme, die ich in den letzten 14 Jahren mir nicht genommen hatte. Ihr müsst wissen, ich habe bei FS1, einem TV-Sender, gearbeitet. Als freier Journalist, unentgeltlich, als Volontär. Zeitgleich und danach dann als Vize,
Chefredakteur bei Radio Okidok. Und das habe ich jetzt alles 14 Jahre lang gemacht. Das heißt, ich habe 14 Jahre lang, 7 Tage die Woche, durchgehend den ganzen Jahre durch keinen Urlaub gehabt, kein Wochenende, keine Freizeit, von Aufstehen bis zum Schlafen gehen, redaktionelle Arbeit gemacht, kameratechnische Arbeit gemacht, Filmschnittarbeit, journalistische Arbeit. Das ging an die Substanz. Und jetzt, wo mir wahrscheinlich mehrere Jahre Haft bevorstehen, also wo ich jetzt von dies erfahren hatte, habe ich mir den Entschluss gefasst, die wenige Zeit, die mir jetzt noch in Freiheit verbleibt, nur für mich, nur mir zu schenken, in die Natur zu gehen, mich von der Politik fernzuhalten. Ich versuche mich ja auch von Nachrichten fernzuhalten, was mir nicht leicht fällt. Manchmal, es ist irgendwie wie eine Sucht, kommt mir schon fast vor. Schaue ich doch wieder mal dem politischen Beitrag an und dem. Aber zumindest habe ich es geschafft, mich nirgendwo mehr einzumischen. Aber größtenteils habe ich jetzt Museen besucht, bin spazieren gegangen, so gut es geht mit meinem kaputten Fuß. Habe mich mehr um meine Mutter gekümmert, die ich auch sträflichst vernachlässigt habe. Generell ist um meine Familie halt. Denn wenn ich jetzt weitermachen würde da mit dem Journalismus und dann doch für mehrere Jahre ins Gefängnis muss, würde ich es bereuen, dann im Gefängnis, dass ich wenigstens nicht die kurze Zeit, wo ich jetzt draußen sein kann, mir geschenkt hätte. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mal so alles ungefähr erklärt. Kann ich jetzt nicht die Screenshots zeigen, wegen was ich da verhandelt wurde, weil ich will jetzt nicht der Gegenseite irgendwie schon jetzt Anhaltspunkte geben, wie ich mich verteidigen werde. Das mache ich erst dann vor Gericht. Das ist taktisch einfach klüger. Da müsst ihr einfach mal mir dem vertrauen, was ich euch gesagt habe. Ich habe ja die Screenshots-Aufnahmen jetzt zu Hause. Könnt ihr euch ja zeigen, wenn ich wollte. Aber es wäre taktisch wegen einer Strategie, die ich mit meinem Anwalt jetzt ausdüfteln muss, nicht gut. Bitte lasst mir jetzt noch ein bisschen nachdenken, was ich zu sagen habe. Denn wie ihr seht, ich blende auch kein Krypto-TV-Logo ein. Ich gehe jetzt nicht ins Schnittprogramm. Ich möchte es jetzt einfach hochladen und fertig sein. Ich möchte da kein großes, aufwendiges Schnittvideo machen und so. Also, was kann ich denn euch als Wichtiges sagen? Was habe ich denn alles gesagt? Ich habe erwähnt, um was geht. Naja, wie gesagt, CryptoTV ist tot, schon lange. Schon sehr viel lange, schon lange vor der Corona-Politik. Ich habe leider nie geschafft, einen Schirmherrn zu finden, die was mich vollumgänglich finanzieren würden. Man, das was jetzt auf 1 oder Wochenblick macht, mache ich schon seit 14 Jahren. Ich war genauso professionell wie auf 1 unterwegs. Braucht sich ja bloß die Beiträge anschauen, was ich bei FS1 und bei Radio Okidok gemacht habe. Da habe ich genauso Leute interviewt, Dokumentationen gedreht und so weiter. Also in dem komplett gleichen Niveau, wie es ORF macht oder auf 1. In den letzten 4 Jahren, wo es um Corona ging, war das dann, ist so der Eindruck entstanden, dass das so ein Hobbyfilmer und Hobbyschnitttyp ist. Aber es war geschuldet dessen, dass ich viel mehr jetzt auf der Straße unterwegs war, um für euch beistehen zu können, wenn die Polizei euch verprügelt hatte. Aber dann, ja, hatte auf 1 einen Schirmherrn gefunden, wurde finanziert.
ich bin da nicht denen neidisch, bitte versteht es mir nicht falsch. Es ist ja gut, wenn es vielleicht gibt, die Alternativen. Aber wie gesagt, ich traue keinen einzigen alternativen Medium mehr. Ich traue auf eins nicht, ich traue auch Wochenblick nicht, denn die haben mich auch verheimlicht, obwohl ich es ein paar Mal angeschrieben habe, damit sie mein Leid veröffentlichen. Ich bin auch total unparteiisch. Ihr braucht es nicht glauben, dass ich irgendein FPÖler bin, ja. Echt, wahr. Also die FPÖ ist genauso viel Dreck, meiner Meinung nach, wie die Grünen, SPÖ, ÖVP. Ich traue keiner einzigen Partei. Das ist alles ein Schauspiel, meiner Meinung nach. Alle neuen alternativen Medien und alle Parteien sind gesteuerte, eine gesteuerte Opposition, vermute ich mal ganz stark, sage einmal ich. Ansonsten hätten sie sich ja auch meinen Leid angenommen, das dann auch geholfen hätte, euer Leid noch besser klarzustellen, ja. Denn mein Leid ist entstanden, weil ich euer Leid dokumentiert habe. So im Sinne, bestrafe einen, also mich, und erziehe alle anderen, also euch. Und das hat funktioniert. Ja. Und wenn ich mir anschaue, ich habe ja so viele Menschen, auch Florian Machel, die ganzen Doktoren, euch Demonstranten und so vielen anderen vor Gericht mit der Kamera begleitet. Und ich habe gesehen, da waren oft hunderte Menschen dabei, um denen beizustehen vor Gericht. Das soll kein Vorwurf sein, versteht es mir das nicht falsch, aber wenn ich dann sehe, über 30 Male, fast 40 Mal wurde ich jetzt angezeigt in den letzten 4 Jahren. Und bei diesen 40 Anzeigen hat mich so gut wie keiner bei Gericht begleitet von euch. Eben nur diese 5 Menschen, diese Handvoll Menschen, diese wunderbaren Menschen. Ich will jetzt keine Namen nennen von denen. Nicht, dass man sie verheimlichen muss, sondern wenn ich da jetzt einen vergesse zu erwähnen, würde ich ihm Unrecht tun. Diesejenigen, welchen wissen eh, wen ich meine, die mir und den Elvis so halbwegs in ihrer Macht ging, unterstützt hatten. Aber ich vermute einmal auch, dass auch jetzt wieder mir keiner vor Gericht beistehen wird, mit Präsenz, Anwesenheit, finanziell oder so. Dass ich in der letzten Haft, in der zweiten Haftstrafe, etwas früher raus konnte, konnte man ja auch nur eigentlich einer einzigen Frau verdanken, die eigentlich die größte Summe beglichen hatte. Die meisten anderen haben 1 Euro, maximal 5 Euro gespendet, da wo es um 7.000 Euro insgesamt ging. Bitte kein Vorwurf, ich sage einfach nur, wie die Tatsachen sind. Und das ist der Grund, eines eben der zusätzlichen Gründe, warum ich mich zurückziehe, weil ich ohne Unterstützung psychisch und physisch kaputt gehe. Wie gesagt, die Psoriasis Arthritis ist, hat man nicht ohne Grund. Okay, na. Wie es dann ausgeht bei Gericht, wann das sein wird, eben habe ich schon erwähnt, weiß ich nicht. Werde ich eventuell wieder ein Video hochladen, für den Fall, dass ich nicht sofort bei der Gerichtsverhandlung ja ad hoc ins Gefängnis wandere, sondern vielleicht noch ein paar Tage Zeit bekomme, mein privates Leben zu regeln, bevor ich in Haft komme. Und ansonsten wird es euch Elvis dann mitteilen, wie es für mich ausgegangen ist. Für die wenigen, die es halt interessiert. Denn wie gesagt, wenn man sich die Aufrufezahlen bei mir ansieht, ein Kommentator hat ja zu Recht gesagt, es sind keine Zuseher, sondern Aufrufe, also noch viel weniger. Machen die Elvis und ich eh nur die Arbeit für die Chronisten in 100 oder 200 Jahren.
falls dann unsere Werke noch bestehen sollten. Ich habe mein Bestes gegeben für meine Mitmenschen, mehr als ich konnte. Mehr geht jetzt einfach nicht mehr. Es wird sicher noch einiges geben, was ich erwähnen will, aber es fällt mir jetzt sicher nicht ein. Das Video wird wahrscheinlich eh schon viel zu lange wieder für euch, denn ihr beschwert sich aber, dass unsere Videos zu lange sind. Es ist ja nur legitim, wenn ein Daniele Ganser stundenlang spricht oder ein Herr Schutte andere Teilnehmer einladet, die stundenlang sprechen. Okay. Okay, Papa.